Und hallo heute zum dritten Tutorial. Ihr werdet euch sicherlich fragen, was machen wir heute? Nun ja, wir haben schon mal die Verarbeitung von Erzen und wir haben auch schon das bessere Meinen, aber irgendwann mal geht einem das Meinen doch auf den Sack. Und deswegen habe ich jetzt hier schon mal was vorbereitet. Und das hier, also ja, vielleicht ein paar Leute könnten schon wissen, was das sein könnte. Und da ich ja schon das Mining angesprochen habe, das hier ist das automatische Mining, das heißt, ihr müsst nichts machen. Zu dem Teil kommen wir noch, aber zuerst gehen wir mal diese lange Rohrleitung da entlang. Das sind Wasserrohre, goldene Wasserrohre. Ganz richtig. Also, das Wichtige halt daran ist, dass es Wasserrohre sind. Und hier habe ich einen kleinen Bohrturm, aber ohne Pumpe. Deswegen brauche ich eine Pumpe. Und hier habe ich eine Pumpe, denn das Rezept ist so. Dafür braucht man einen Minenbohrer und einen Tank. Ein Tank, ganz einfach aus 8 Glas. Und der Minenbohrer wird aus Redstone, Eisen, Eisenspitzhacke und ein Eisenzahnrad, das aus Eisen und einem Steinzahnrad und einem Holzzahnrad gemacht ist. So. Und jetzt platzieren wir das mal hier ganz kurz. Zwischen, gut, machen wir noch Fallen und noch ein goldenes Wasserrohr. So. Und hier sehen könnt ihr die Pumpe hat schon das, ja, die Pumpe ist schon ausgefahren sozusagen. Es fehlt nur noch Energie. Und wie ihr sehen könnt, diese Dinger da machen gerade nichts, weil ich sie natürlich noch umdrehen muss. Ne, ist jetzt nicht, sorry. So. Das pumpt jetzt dann langsam Öl heraus. Und wir können dem Öl ja mal folgen. So, während es hier mal pumpt, werde ich hier schnell mal einen besseren Motor einstellen. So ein Stirling-Motor wird aus Stein, Glas, Kolben und Steinzahnrad gemacht. Und der Redstone-Motor wird aus Redstone, Glas, Kolben und Holzrad gemacht. Die hier produzieren kostenlos sozusagen Energie, brauchen nur ein Redstone-Signal. Aber deswegen sind sie auch so schlecht, weil sie produzieren minimale Energie. Und 4 Stück reicht normalerweise, um so eine Pumpe anzutreiben. Ich kann jetzt, wie gesagt, hier einen Säulenmotor hinstellen. Brauche ich dann nur noch Kohle. Und der würde dann viel schneller pumpen, wodurch viel schneller viel mehr Öl bekommen würde. Aber ist halt, muss nicht sein. So. Wir müssen das dann natürlich aufheizen. Wie ihr sehen könnt, der Bohrturm geht schon weit nach unten. Und holt sich das ganze Öl hin. So. Oh ja, da kommt jetzt ganz viel Öl raus. Ich frage schon mal zum Ende der Leitung. Es gibt einen viel, viel, viel besseren Weg, als einfach nur so lange dumme Leitungen herzustellen. Und zwar mit Teleportation. Ja, Tesserakten. So heißen die hier. Aber das zeige ich euch erst später. Heute nicht. So, hier steht ein Tank. Die Tanks kann man stapeln. Und die Flüssigkeit geht natürlich ganz nach unten. Und man muss nicht unbedingt von oben einfüllen, man kann es auch von links, von rechts und von unten und oben einfüllen. Egal von wo man will. Hier ist dann wieder so ein Redstone Engine mit einer hölzernen Wasserrohr. Was ganz wichtig ist, wenn man etwas aus etwas rauspumpen will mit so einem Redstone Engine, muss es hölzern sein. Das pumpt jetzt dann das Öl raus, was ich hier gerade eben reingepumpt habe. Und wird hier in eine Raffinerie reingepumpt. Und die wird dann bald natürlich ausgepumpt, sobald sie was herstellt. Damit die Raffinerie auch irgendwas macht, braucht sie erstmal Energie. Die produzieren wir hier gerade eben. Und mit der Energie stellt sie Treibstoff her. Dieses gelbe Zeugs.
Und dieses gelbe Zeugs fließt jetzt hier entlang und wird sich auf alle drei Motoren verteilen. Auf den ersten natürlich zuerst. Deswegen habe ich jetzt diese Büchsen hier dabei, um schon mal vorzufüllen, weil ich nicht lange warten will. So, machen wir hier noch rein. Gut. Die wollen natürlich auch ein Redstone-Signal benötigen. Hier hinten habe ich Wasserleitung, weil sobald sie kein Wasser haben und trotzdem dann arbeiten werden, explodieren die. Und das ist unschön. So, jetzt wollen wir unseren Quarry erstellen. Und unser Steinbruch, also Quarry, hat... Erstmal zeige ich dieses Rezept hier noch, schneller. Eisenbahn, Kolben, Eisenzahnrad. Das Rezept von den ganzen Rohren. Das ist einfach nur ein goldenes Transportrohr mit Dichtmaterial. Dichtmaterial, herstellbar aus Kaktusgrün. Hier, hölzernes Holzrohr, hölzernes Transportrohr. Ist ganz einfach. Also, das muss man nicht nachschauen. Also, wenn ihr es bauen wollt, könnt ihr es ganz leicht nachschauen. So, jetzt dann zur Raffinerie. Das Rezept natürlich. Redstone-Fackeln, 3 Tanks und Diamond-Zahnrad. Gleich nochmal, ups, falsch, da. Wird hergestellt aus Gold, Zahnrad und 4 Diamanten. Und dann natürlich aus Gold wird natürlich mit Eisen, Zahnrad hergestellt und so weiter und so fort. So, aber wir wollen jetzt natürlich unser Steinbruch aufstellen. Und das machen wir mal. So, hier. Aber das Blöde ist, der ist ein bisschen klein. Ja. Und wenn man das ändern will, wenn man die Positionierung ein bisschen ändern will und auch nicht will, dass das so klein ist, kann man diese Platzmarker benutzen, die einfach nur Redstone-Fackel und Lapis-Lazuli sind, zusammen, so hergestellt werden, kann man die jetzt einfach nur aufstellen. Und wenn man eine einzige in dieser Fackel so ein Redstone-Signal hinzufügt, werden solche blauen Linien angezeigt. Sind sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel einen Riesen-Quarry herstellen will. Ich gehe jetzt mal zum Beispiel hier hin. Stellen wir hier einen Holzblock hin und stellen dort die nächste Fackel auf. Und jetzt brauche ich noch eine Fackel. Irgendwo. Hauptsache auf der gleichen Höhe. Das wird jetzt also die Breite. Das stellen wir mal hier hin. So. Jetzt, damit der Quarry aber auch erkennen kann, was ich gerade eben markiert habe, sollte man am besten zur mittleren Fackel gehen, also das hier jetzt die mittlere zwischen den zwei beiden anderen, und rechtsklicken. Und jetzt habe ich eine rote Markierung. Ist fast eine. Ja, nein, es ist kein Quadrat. Gut. Und sobald ich jetzt dann den Quarry dann hinstelle, den Steinbruch, mache ich den mal schnell. Tada! Wird er sofort hier diese Linien aufstellen. Danach kann man die Fackeln einsammeln. Die werden automatisch abgebaut. Deswegen sollte man die auch einsammeln, wenn man sie nicht nochmal craften will. Das sind natürlich schöne Sachen. So, dann aktivieren wir mal unsere Motoren. So. Alle laufen natürlich ganz schnell schon. Und jetzt können wir hier so einen kleinen Roboter sehen, der erst einmal Platz für ein Quarry macht. Zum Beispiel Bäume sind im Weg und manche Blöcke sind auch im Weg. Einfach nur, dass die Markierungen hier alle frei sind, damit er diese, ja, nennen wir sie mal Strukturpipes. Also, die bilden hier die Struktur des Steinbruchs. Der ist ganz witzig. Ja, eigentlich glaube ich sogar ganz toll, den eigentlich unten bei der Mine mit zu haben will. Also, dass er einen halt hilft, während man abbaut. So. Außerdem, der Roboter hat verschiedene Laserfarben. Blauer Laser bedeutet, er hat reichlich Energie. Grüner Laser bedeutet, er hat genügend Energie. Roter Laser bedeutet, er hat wenig Energie. Und gelber Laser bedeutet, er hat halt Energie. Aber halt nicht so viel. So, während er das aufbaut, werde ich mehr Motoren aufstellen. Und zwar mehr von den Verbrennungsmotoren. Da ich will, dass es auch noch ein bisschen schneller geht. So, hier. Man muss die manchmal umdrehen. Diese. Ja,
Übernachtungsraum. So, und die brauchen natürlich noch eine Wasserzufuhr. Damit sie auch ja nicht. Ah ja. Der Quarry fängt schon an. Und das ist das erste Problem, das jetzt gerade passiert. Ich brauche jetzt mal mein Goldrohr. Gold. Das ist ja Transport. Ne, da kann man einfach nur Steine aus dem Transportrohr nehmen. Stein. So, Steine. Also wie ihr sehen könnt, wird hier einfach nur eine Sauerei platziert. Deswegen muss man oben ein Rohr hinstellen. Und das Rohr muss natürlich auch noch zu irgendwo hinführen. Am besten zu einer Kiste. Aber der Quarry arbeitet ganz schnell. Und er könnte sogar noch schnell arbeiten. Und er kann noch ziemlich alles abbauen. Und ich zeige schnell das Rezept davon. Vom Steinbruch. Diamantzahnrad, Eisenzahnrad, Goldzahnrad und eine Diamantspitzhacke. Es ist ein teures Rezept, aber dafür lohnt es sich auch. Ah ja, zur Info, man kann den Quarry auf jedem Level hinstellen, wo man will. Das heißt, ihr könnt ihn ganz oben hinstellen oder vielleicht auch unter der Erde, wenn ihr ihn zum Beispiel verstecken wollt. Ups. So. Diese Kiste wird irgendwann mal voll. Deswegen können wir Upgrades machen. Die zeige ich euch nochmal. Und zwar, erstes Upgrade wird sein Normal Chest zu Copper Chest Upgrade. Einfach nur rechtsklick mit dem Upgrade, das so gemacht wird. Holz und Kupfer drumherum. Alle Upgrades werden halt irgendwie gemacht, müsst ihr jeweils schauen. So, werde ich einfach nur rechtsklicken. Jetzt will ich natürlich ein Kupfer zu Iron Chest. Die Veränderung hier ist, die ist größer als eine einzige Kiste, dafür aber keine als zwei, als eine Doppelkiste. Eine Eisenkiste ist, glaube ich, genauso groß wie eine Doppelkiste. Eine Goldkiste ist um einiges größer als eine Doppelkiste. Und eine Diamondkiste ist natürlich um einiges größer als eine Goldene Kiste. Das letzte Upgrade braucht man eigentlich rein gar nicht, aber es sieht toll aus. Es vergrößert nicht das Inventar von der Kiste, sondern lässt ein... Also, man sieht halt, was für Items drin ist. Man kann sogar abschätzen, wie viele davon drin sind. Weil zum Beispiel, hier ist ganz viel Erde drin. Dafür war wenigstens. Wichtige Info zu Quarry, er kann selbst durch Wasser bauen. Also, das ist kein Problem für ihn. Gut, dann mache ich das schnell hier noch fertig. Mit der Wasserleitung. Jetzt brauchen wir noch schnell Treibstoff. Abgefüllt. Signal zu den da wie hieß denn nochmal zu den Motor bringen. Wir könnten jetzt irgendwas Kompliziertes machen oder wir könnten uns ein Gate holen, das ich dann später irgendwo erkläre. Da war es gerade ein ganz normales Gatter Gate, ja, das ist halt eine blöde Übersetzung. Ein Gate wird in der Assembly Table hergestellt. Es ist ein Tisch, das mit Energiepol, also mit Energie, hier so eine Energie. Ja, das zeige ich irgendwann mal später. Ich mache jetzt mal ganz schnell eins von denen hier. So, stelle einfach eins hin. Die Gates sind halt toll, kann man dann irgendwas hinklicken, also hier Funktionen machen. Wenn zum Beispiel jetzt irgendein Redstone-Signal in der Nähe an ist, soll er das und das machen. Also, es gibt halt nicht viele Möglichkeiten bei einem ganz normalen Gatter, aber es gibt schlauere Gates. Also ich mache so, wenn das Redstone-Signal auf ist, wenn der Motor
irgendeine Flüssigkeit im Tank hat, soll er das Redstone-Signal angehen. Das bedeutet, Redstone-Signal ist an, das heißt, der Motor sollte aber funktionieren. Oder auch nicht. Na doch. Dann machen wir eben was. Dann kann ich da eben keinen Motor hinstellen. Dann machen wir es einfach mal so. Da, fertig. Oder. So. Jetzt ist natürlich in mir Energie hergestellt. Dadurch wird auch der Quarry schneller laufen. Wir könnten jetzt dann versuchen, noch irgendwie noch mehr Energie hinzubekommen. Mit einem Erfolg. Self-Frame. Nein. Energy Tesseract. Na, das ist eine Redstone Energy Cell. Zeige ich später mal. Ich will jetzt einfach mal nur hinstellen und viele Energies dazu hinzufügen. Ja, am besten stelle ich sie hier hin. Geh weg, du blöde Kuh. Ihr könnt sehen, der Call fliegt sozusagen. Einiges schneller als man selber. Ups. Na, ja, darauf sollte man aufpassen, dass sich hier nicht so viel Energie staut. Weil wenn es staut, kann ich euch dann gleich zeigen. Baut sich hier gerade ganz schön viel Energie auf. Schon. Das ist noch inzwischen schön. Man kann wohl nicht zwei nebeneinander hinstellen. Ja, so machen wir es dann so. Dann sollte es bald in die Luft fliegen. Oder noch einfacher. Ach da, wird schon rot. Heißt mal hier die Energie ab. Das passiert, wenn ihr zu viel Energie in einer Pipe habt. Es gibt entweder eine Möglichkeit abbauen oder eine andere Möglichkeit irgendwas finden, was Energie annimmt. Hier, was jetzt gerade eben die Energie angenommen hat. Also ihr müsst da ganz gut aufpassen, wenn ihr nicht wollt, dass sowas passiert. Weil es kostet euch einfach nur die goldenen Pipes. So. Ja. Das. Was das eigentlich von dem Troll? Es gab halt nichts groß zu zeigen, einfach nur wie man Troll aufbaut. Jetzt können wir die Energie von dort hin hier rüberbringen und dadurch bearbeitet die Raffinerie natürlich schneller. Gehen wir kurz zum Öl, da es irgendwie nicht mehr da ist. Ja, wie es aussieht, dann wäre das ganze Öl weg. Ah ne, hier ist es. Hier geht es noch weiter runter.
Da haben wir es. Hier ist es. Ein Teil davon. Mal sehen. Ja, hier ist ein riesiges Ölbecken. Wir sehen. Also riesige Öltürme, also Türme aus Öl, haben auch meistens riesige Ölbecken unten. Kann man sich merken. Und daraus kann man noch ganz viel Treibstoff herstellen. Ich frage mich, was passiert, wenn die Energie mit der Pumpe ist, sondern Redstone Energy hinstellen. Kein Input einstellen. Einfach nur Output. Ah ja, letzten Signal entfernen. Noch nichts. Muss man was anderes? Muss man so. Jetzt Output. Irgendwie so nicht zurecht. Vielleicht kann er nicht, deswegen wieder, weil er nicht so viel Energie in die Pumpe bringen kann. Also dass er die Pumpe sozusagen nicht als energiebedürftig ansieht. Machen wir ganz klein. Nein, will nicht. Komisch. Aber ja. Das war's dann also wirklich, wie gesagt, von meinem dritten Tutorial. Ich glaube, kaum, dass noch mehr Tutorials kommen werden. Wenn ja, dann müsste ich mir überlegen, über welches Thema. Denn ja, also es werden noch ein paar Tutorials kommen, sicherlich. 100%ig. Ich muss mir natürlich noch ein Thema am besten ausdenken. Hat sich schon mal ganz viel angeguckt. Also, bis zum nächsten Mal.